Es ist Juli 2021. Ich habe 2 Wochen Urlaub und will mit Motorrad und Zelt reisen. Aber wir wissen ja, Leben lässt sich nicht planen. Ja, und den Start meines Urlaubs hatte ich mir definitiv anders vorgestellt als das. In Deutschland tobt ein Unwetter. Ganze Straßen sind weggerissen, Menschen werden vermisst. Die Nacht war auch sehr kurz und zu allem Überfluss hat meine Lieblings-Merino-Reisesocke ein Loch. Eine absolute Reisebaustelle. Alles keine guten Vorzeichen, um auf eine 2-wöchige Deutschlandtour zu gehen, wo ich doch viel besser im warmen, sicheren Zuhause sitzen, endlich einen neuen Mac kaufen und meine Socke flicken könnte. Oder ist das aber mal wieder die Chance des Beweises, dass es nie den perfekten Abfahrtszeitpunkt geben wird und das Wichtigste ist, trotz aller Widrigkeiten loszufahren? Da hilft nur eins, es herausfinden. Guten Morgen. Erstmal in den Osten und dann Richtung Süden, Berchtesgaden so. Fahren Sie alleine? Ja, genau, ich fahre alleine. Dann passt du da auf dich auf. Mache ich. So nett, ey. Na? Wie sprichst du denn da? Ach, mit mir selbst, weißt du das? Ja. Fängt schon gut an, ich sag's euch. Bei Bad Oeynhausen abgefahren, überrascht der Landkreis Schaumburg mit ersten Bergen. Genau genommen dem Bückeberg, ein Höhenzug mit 373 Metern über dem Meeresspiegel im Weserbergland. Stau. Anstrengend. Ich krieg das irgendwann in den Fingern, ne? Die ganze Zeit die Kupplung ziehen. Oh, das ist mal froh, wenn es mal kurz zum kompletten Stopp kommt. Vor allem, wenn der im Schatten unter einer Brücke ist. Wie geil ist das denn, ey? Das nenne ich Urlaub. Hey, er hat auch ein Fell drauf. Nicht schlecht. Cool. Top-Typ, ey. Und je näher ich Berlin komme, desto mehr werden die Kennzeichen auch polnisch und tschechisch. Wir sind hier an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, fahren jetzt aus Niedersachsen raus und nach Sachsen-Anhalt rein. Das ist auf jeden Fall eine historische Ecke hier von Deutschland. Krass, das ist das Gebäude von früher, glaube ich. Tja, noch 186 Kilometer bis Berlin. Jetzt haben wir es 3 Uhr. Es ist Zeit, mal kurz die Beine hochzulegen. Habe ich das erste Mal gemacht, als ich mit dem Fotografen in Italien und Österreich unterwegs war. Zwischendurch hat er mal so Powernapping gemacht. So 5 Minuten, 10 Minuten hat er einfach so immer sein Tuch über die Augen gezogen, hat er geschlafen irgendwo in der Wiese oder so. Und danach war der immer fit für die nächsten 4-5 Stunden. Und das mache ich jetzt auch mal, vor allem, weil mein Knie immer noch wehtut von meinem Fall auf der Crossstrecke. Ist noch nicht so ganz wieder in Ordnung, deswegen so ganz lange sitzen kann ich gar nicht. Aber das ist ja kein Problem, wir haben ja Zeit. Und hier unterm Kirschbaum ist das richtig schön. So, kann weitergehen. Hier ist der Naturpark Fläming. Oh, das sind kleine Lamas. Geil. Boah, es ist hier eine schöne Weite, ey. Hier gerade auf Reserve, weil ich komme die ganze Zeit durch kleine Städtchen, aber die haben immer keine Tankstelle. Ich meine, 50 Kilometer habe ich auf Reserve, die brauche ich hoffentlich nicht. So, jetzt aber hier Kobbelsdorf. Jetzt mit Google Maps
habe ich nach einer Tanke gesucht. Und das mit der Tanke hier so kurz vor Schluss hatte nochmal den absoluten Sinneffekt, weil ich habe mir noch ein kaltes, und es ist kalt, Leute, es ist kalt, ein kaltes Grapefruit-Radler. Hammergeil. Da freue ich mich jetzt gleich drauf, das werde ich so genießen. So, wir wollen zum Waldcamping Olympiasee. Oh, wie süß ist das bitte hier? Und es ist auch sehr abwechslungsreich, finde ich. Hier ist hier und da mal so ein alter Weiher. Stinkt zwar ein bisschen, aber das ist halt Geruchsreisen hier, ne? Ja, die Straßen, ich meine, hier geht's, ne? Aber gerade eben, die erinnern einen dann schon so ein bisschen an Tschechien. Wenn man in Tschechien die Straßen fährt, dann hat der Arsch Dellen. Aber der hat nicht Dellen, weil man vielleicht Zellulite hat, sondern weil einfach die Straße da so viele Dellen reinhaut. Oh, Alter, ja. Genau. Hallo. Hatten wir gestern telefoniert für eine Nacht mit dem Zelt? Ja, dann waren Sie die freundliche Frau. Das ist schön. Sie an der Schranke entlang. Ah, gucken skeptisch. Ach, und dann gibt es hier so kleine Buchten. Und ich bin hier hinten die letzte Bucht. Super. Passt. Ich glaube, das geht auch ohne Bodenplatte hier. Ich meine, das ist super nett hier. So ein tolles Teil haben sie mir mitgegeben. Ich glaube, das geht auch so. Angekommen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Freue ich mich schon seit einer halben Stunde drauf. Bierchen! Aber wie kriege ich das auf jetzt? Hm, das ist natürlich jetzt eine andere Frage. Vielleicht geht das hier mit der Platte. Sehr gut. Queenie, Prost. Das haben wir uns jetzt echt verdient, oder? Hammergeil. Schöne Tour heute, Leute. Ich bin glücklich ohne Ende. So einfach und doch so gut. Boah, ich werde so schwitzen heute Nacht wahrscheinlich. Ja, und ich hätte es echt nicht für möglich gehalten, wenn man mir das gestern gesagt hätte, aber ich bin wirklich komplett trocken geblieben heute. Den ganzen Tag über nicht ein Regentropfen. Es war so klar. Kaum habe ich es ausgesprochen, dass es nicht geregnet hat den ganzen Tag. Schon kommen hier die ersten Tropfen. Nächstes Mal sage ich gar nichts mehr. Uns geht es jetzt weiter Richtung Mecklenburgische Seenplatte. Da habe ich mir für heute so eine kleine Rundtour überlegt. Oh, ein Wildschweinbild am Haus. Hm. Sehr verfallen auf der einen Seite, aber wenn sie dann was fertig machen, dann sieht es so süß aus. Städtchen. Und die haben immer so lustige Bilder an den Häusern. Ganze Wälder malen die sich da dran und dann immer irgendein Tierchen dazu, ne? Rehe, vorhin das Wildschwein. Ja moin, ich denke wir fahren nach Genthin. Es tut mir übrigens echt leid, wenn ich das alles total falsch ausspreche. Und hier gibt es sogar ein Kloster. Erichov, ciao. Fischbeck, hallo. Zum Kaffee gibt es Proteinriegel, aber ich glaube, der ist schon schlecht. Also der ist schon ein bisschen was älter. Ich glaube, der ist auch schon abgelaufen. Aber ich habe gerade nichts anderes und ich esse den jetzt einfach. Der schmeckt trotzdem noch. Eine Freundin von mir sagte mir gerade, die kommt nämlich hier aus dem Osten. Sie sagte, das heißt Jericho, also gar nicht Jerichow. Ich habe das falsch ausgesprochen. Die meisten Berliner, sagte sie, haben ihr Auto in Jericho angemeldet, weil das viel günstiger ist, als das in Berlin angemeldet zu haben. Das sind so Insider-Tipps, ne? Also falls ihr in Berlin wohnt, checkt das mal aus, ob ihr das hier anmelden könnt. Hier ist die Geburtsstätte von Otto von Bismarck.
Och nö. Und jetzt? Okay, wir versuchen es mal auf diesem Weg. Ah, scheiße, Mann. Ist doch kacke. Ich frag die Jungs jetzt mal. Hi, sag mal, wo kann man denn, wenn man da lang will, alternativ herfahren? Echt jetzt? Mega, cool. Schaffe ich, danke. Läuft doch. Die Leute sind so nett hier. Super, danke. Perfekt. Vielen Dank. Ciao. Und direkt daneben an ist eine Kita. Das Schloss Mayenburg ist genau genommen allerdings weniger ein Schloss als vielmehr ein palastartiges Herrenhaus. Die Bausubstanz bezieht Teile der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Mayenburg mit ein und stammt aus dem 15. Jahrhundert. Der Rest geht auf Bauten des 16. Jahrhunderts zurück. Das Modemuseum Schloss Mayenburg zeigt Teile der umfangreichsten europäischen Modesammlung von Kleidermode des 20. Jahrhunderts, von 1900 bis 1970. Ja, das sieht doch auch wieder aus wie so ein kleines Hexenhäuschen, oder? Bei Dresenau, naja, wahrscheinlich spricht man es Dresenau aus, gibt es sogar eine Hüpfburgenlandschaft für Erwachsene. Die habe ich da nämlich tatsächlich gesehen, als ich dran vorbeigefahren bin. Jetzt sind wir hier und jetzt müsste gleich das erste Stück Wasser mal sichtbar werden. Oh ja, da sind sogar welche im Wasser. Hätte ich mein Bikini mitgenommen. Oh, hier kann man sogar was trinken und essen. Wow. Und hier riecht's nach Pommes. Ich will auch eine Pommes. Ist das herrlich. Hier sind wir in Alt, Schwerin. Blitze ist am Start direkt am Eingang hier. Falls ihr mal reinfahrt. Oh, Entschuldigung. Nein, auf gar keinen Fall. Ich mache Videos hier. Wollt ihr so eine Afrika-Twin haben? Findet ihr bestimmt bei eBay, oder? Viel Spaß, ne? Der Überlieferung nach wurde das Kloster an seinem jetzigen Ort 1298 gegründet, als Nonnen aus Röbel übersiedelten. Während die meisten Klöster mit der Reformation aufgelöst wurden, erfuhr Malchow die Umwandlung in einen Stift adliger Damen. In dieser Funktion bestand es bis 1918. Bis heute blieben zahlreiche bauliche Zeugnisse der vergangenen 700 Jahre erhalten, sodass das ehemalige Kloster ein bedeutendes historisches Denkmal mecklenburgischer Baukunst ist. Die voll funktionstüchtigen Flügel der Stadtwindmühle Malchow nehmen eine Fläche von 100 Quadratmetern ein. Innerhalb der Mühle dokumentiert eine Fotoausstellung die Restaurierungsarbeiten dieses Denkmals. Ich fass es nicht. Schon wieder eine Baustelle? Kann man doch durch, oder? Freunde, was meint ihr? Das ist doch nur ein kleines Stück und dann drehe ich mich schon wieder um. Wenn das keine Stufe ist, dann fahre ich da lang. Wo kommen die alle Autos denn her? Die müssen ja auch irgendwo lang kommen. Dann wird man da ja wohl auch herfahren können. Diesmal kein Weiterkommen, oder? Ja, die fahren da auch her. Hey Leute, dann fahre ich da auch her. Cool, hat sich doch gelohnt. Bisschen Offroad. Boah, jetzt stellt euch vor, ihr habt da so ein Haus. Es ist ja der Hammer. Du guckst aufs Wasser, keiner guckt dir vorne in dein Haus rein. Boah, Leute, ich beneide euch, die hier wohnen. Alter, hier war ich doch gerade schon. Ich fahre die ganze Zeit einfach nur im Kreis. Im historischen Schlossgebäude des Seeschlosses befinden sich 30 verschiedene Doppelzimmer mit See- und Schlossparkblick, einem Schlossrestaurant sowie ein Café.
Nebenan der Kaisergarten, ein neu errichtetes Tagungs- und Eventcenter für Seminare. Pause am Wegesrand. Ein bisschen Offroad haben wir doch noch mitgenommen. Hier sind wir. So, hier gibt es einmal die Seestraße. Da kann man bestimmt einmal mit dem Dampfer drüber. Die bunte Hafenstadt Röbel liegt mit ihren zwei imposanten frühgotischen Kirchtürmen wasserseitig an einem Ausläufer der Müritz. Sie besitzt eine wunderschöne und langgestreckte Uferpromenade mit Anlegestellen der Fahrgastschiffer, einladenden Restaurants und Cafés. Die alten, teils schilfbedeckten Bootshäuser verleihen ihr ein sehr individuelles maritimes Flair. So, und jetzt gucken wir uns noch eben das Städtchen an. Wir haben es jetzt 7 Uhr. Ich gönne mir jetzt 2 Stunden Autobahn, da bin ich um 9 da. Ich würde sagen, es war ein erfolgreicher Fahrtag. Oh damn, da hinten kommt ein dickes Gewitter. Hat schon einen Blitz gesehen, der da von oben runter kam. Ey, ich hoffe, dass ich dran vorbeifahre. Oh fuck, ey. Shit, better, ey. Ne, Junge, sagst du auch, ne? Ja. Scheiße, Mann. Do you want to ride to Denmark today? No. No, yesterday. Yes. Nice. I'm from Germany, from Münster. You know, Cologne. What about the rain? It was terrible. But I came here yesterday and everything was good. It was sunny. But here now. Habe ich es geschafft hier, durchs Gewitter. Dann ist es wahrscheinlich auch vorbei. Aber das ist ja auch ein bisschen Abenteuer. Uiuiui, jetzt ist es auch ganz schön abenteuerlich windig hier. Ich komme in diesen Handschuh nicht rein. Oh Mann. Ja, dann eben nicht. Ja, Bittersweet Symphony is live. Hammergeil. Musik macht. Es ist trotzdem warm ums Herz, wenn man gute Musik dabei hat, auch bei so einem Wetter. Ich mache hier Party unter meinem Helm. Ah, ich merke langsam, wie das Schafsfell unter meinem Arsch Wasser zieht. Gut, dass es nicht windig ist. Aber Alter, man sieht echt viel. Der Wind kann mir die Freude am Fahren auch nicht nehmen. Kein Wind und kein Regen und auch kein Gewitter. Freude bleibt. Solange die Musik da ist. Das Wetter ist wie das Leben. Nach schlechten Zeiten kommt auch irgendwann immer wieder gute. Man darf nur in den schlechten nicht den Kopf in den Sand stecken. Weil wenn man nicht weiterfährt, dann weiß man eben nicht, wann das Gute wieder kommt. Dann dauert es mit dem Guten oft noch länger. Also einfach weiterfahren, wenn es mal schwarz wird. Es klärt sich früher oder später eh wieder auf. Ja, das waren dann heute 550 Kilometer. Davon 200 Autobahnen und 350 Land. Kleini, das war so wieder schön mit dir. Der Plan ist hier zu starten bei Großweg.
über Lutherstadt Wittenberg, weil da ist eine Freundin von mir geboren. Und dann über Gräfenhainichen. Von dort aus dann runter hier zum Bitterfelder Meer, beziehungsweise der Goitzscher See. Und von dort aus über Delitzsch und Bad Düben wieder zurück. Nachdem ich gestern meine Regenhandschuhe nicht übergezogen bekommen habe, werden die heute erstmal filetiert. Au, falsche Seite. Fuck ey, es gibt's doch nicht. Es ist auf jeden Fall scharf. Meine Güte. Hier wieder neu versus alt. Oh, da wird geheiratet. Eine türkische Hochzeit, glaube ich, oder? Ja, lasst es euch schmecken. Das Rathaus. Museum. Gibt es hier auch. Hier sind wir also gerade eingefahren in Lutherstadt Wittenberg. Es wird begrüßt mit einem rustikalen Charme. Oh ja, sehr schön. Wow, Mensch, es wäre doch nicht nötig gewesen, extra eine Bühne für Queenie. Oh, hallo. Die Schlosskirche, auch Kirche der Reformation genannt, ist eine evangelische Kirche und seit 1996 UNESCO-Welterbestätte. Sie gilt als Ausgangspunkt der Reformation, nachdem Martin Luther 1517 von hier aus seine 95 lateinischen Disputationsthesen verbreitet hatte. Sie gehört zu den Luther-Gedenkstätten in Eisleben und Wittenberg. Und auch hier in Lutherstadt Wittenberg sind die Störche am Start. Leider kann man hier nicht näher an die Kirche ran, da ist nämlich eine Fußgängerzone. Aber immerhin kann man hier Störche gucken. Wo kommen wir da ins Wasser? Nee, ne? Ich will da aber hin. Geht das? Knapp bemessen, aber es geht. Ferropolis, die Stadt aus Eisen. Ursprünglich befanden sich an dieser Stelle die Werkstätten, die Energieversorgung und die Sozialeinrichtungen des Tagebaus Goppler Nord, einem Teil des Bitterfelder Bergbaureviers. Nach der Stilllegung des Tagebaus 1991 entstand die Idee der Zusammenführung und musealen Nutzung der auf dem Areal verbliebenen Großgeräte. Die Baggerstadt ist ein lebendiges Industriemuseum, voll beeindruckender, erlebbarer Geschichte, sowie eine einmalige Kulisse und Veranstaltungsort für Konzerte und Events. Da gibt es einen Hundestrand. Weitem weg sieht, wenn man hier reinfährt, ist dieser Kirchturm. Gräfenhainichen ist die Geburtsstadt von Paul Gerhardt, einem bedeutenden Theologen und Kirchenlieddichter. Wow. Sehr schön. Hier seht ihr die Paul-Gerhardt-Kapelle. Sie ist eines der Baudenkmäler zu seinen Ehren und Begegnungsstätte für Ausstellungen und Kleinkunst aller Art. Die Stadtkirche St. Marien ist ein im Kern mittelalterliches Bauwerk, dessen Ursprünge vermutlich bis in die Zeit der Romantik zurückreichen. Die ältesten Teile der heutigen Kirche stammen aus der Zeit der Gotik. Hier ist leider Fußgängerzone, hier komme ich nicht weiter. Im Inneren der Kirche überwiegt die qualitätsvolle barocke Ausstattung. Es ist davon auszugehen, dass Paul Gerhardt, wie damals üblich, einen Tag nach seiner Geburt in dieser Kirche getauft wurde. Filmtheater Freundschaft. Ja, das sieht doch gut aus. Hier in Gräfenhainichen gibt es auch noch einen Skulpturenpfad und ein Buchdruckmuseum. Und wieder schöne Bilder an der Wand, ne?
Der Gotsche See ist der größte See des aus dem ehemaligen Braunkohletagebau Gotsche in Sachsen-Anhalt geschaffenen Seengebiets. Der Tagebau Restsee gehört zum Bitterfelder Bergbaurevier. Er war ein Tagebau, der geflutet wurde und dann aus brachliegender Landschaft zu einem Erholungsgebiet erschaffen wurde. Das Wahrzeichen der Gotsche, der Pegelturm. Er bietet eine ideale Aussicht auf den Gotschesee und seine Umgebung. Ob baden, campen, Boot fahren, einen Eiskaffee schlürfen oder in einem Ferienhaus ausspannen, hier geht's. Und weil es Königinnen wie Queeny natürlich immer zu Bauten zieht, die ihrem Status und Stolz angemessen sind, kommen wir völlig unverhofft am Schloss Oranienbaum vorbei. Das Schloss liegt in der Stadt Oranienbaum-Wörlitz und gehört zum Gartenreich Dessau-Wörlitz. Seine Verbindung zum heutigen Königshaus der Niederlande macht dieses prunkvolle Gebäude zu einem länderverbindenden Element. Es ist eines von vier nach dem Hause Oranien benannten Schlössern in Deutschland. Sie wurden einst für vier Schwestern errichtet, Töchter des niederländischen Statthalters Friedrich Heinrich Fürst von Oranien-Nassau, die mit deutschen Herrschern verheiratet worden waren. Die ehemalige niederländische Königin Beatrix ist Schirmherrin der Restaurierung des Schlosses Oranienbaum und besichtigte es zuletzt in den Jahren 2004 und 2012, als sie in Oranienbaum zu Besuch war. Unweit vom Schloss Oranienbaum befindet sich der Wörlitzer Park, ein Landschaftsgarten in Wörlitz im Landkreis Wittenberg. Er gehört zur heutigen UNESCO-Welterbestätte Dessau-Wörlitz-Gartenreich, das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter der Regentschaft von Fürst Leopold III. Geschaffen wurde. Der Park wurde am Wörlitzer See, einem Seitenarm der Elbe, angelegt und gehört zum Netzwerk Gartenträume Sachsen-Anhalt. Ebenfalls Teil des UNESCO-Welterbes ist das Schloss Wörlitz. Es gilt als Gründungsbau des deutschen Klassizismus und ist eines der wenigen deutschen Bauwerke des Palladianismus. Palladianismus bezeichnet einen klassizistisch geprägten Baustil, der sich am Werk des Architekten Andrea Palladio und seiner Nachfolger orientiert. Kaum am Campingplatz angekommen, wartet auch schon ein angeregtes Gespräch mit einem anderen Biker auf mich. BMW, Honda oder KTM, das sind alles Motorradfahrer, oder? Gerade drei Stück, also Bahnweg und Hund. Müsst ihr auch rein? Schön. Bevor wir uns festquatschen, muss ich dringend zur Rezeption. Warum? Neben einem kühlen Blonden lässt sich hier alles besorgen, was das Camperherz begehrt. Gas, Imbissempfehlungen und sogar Sightseeing-Tipps für die Weiterreise an den Bodensee. Die sind hier wirklich sehr hilfsbereit und freundlich. Und das alles nur für 8,50 Euro die Nacht. Ein echtes Paradies zum Verweilen. Waschküche mit Strom geht auch. Und hier ist der See. Und das war's jetzt schon. Ja, ne? Ja. Das ist echt ein genießbares Leben, da hast du recht. Jetzt gehen wir baden.
wir wollen. Mein Handtuch hätte ich mir auch sparen können. Jetzt fühle ich mich wie neugeboren. Hammer. Abendessen. Chicken Nuggets. Dürüm-Döner. Salat. Auch ein Chicken Nugget? Und jetzt speichere ich noch die Daten von heute wieder auf Computer und Festplatte. Und dann geht's auch gleich ins Bett, damit ich morgen fit bin und früh wieder starten kann. Und der Plan für morgen ist, hier vom Waldcamping zu starten, runter Richtung Dresden zur Basteibrücke und dann entlang an der tschechischen Grenze runter langsam Richtung Süden. Also bis morgen. Auf einen neuen guten Fahrtag. Die Sonne scheint und es ist trocken. Ich würde sagen, ein perfekter Start, um das Zelt abzubauen. Guten Morgen. Wir wollen das Motorrad angucken. Ja, guck das Motorrad ruhig mal an. Findest du das toll? Ja. Guten Morgen. Schon eher selten, das als Frau zu machen. Ja, das stimmt. Ja, vor allem alleine. Also, ja, ja. Wird immer ganz oft gefragt, alleine? Ja. Mama, kann ich mal ein Motorrad haben? Da muss man deine Mama später fragen, glaube ich. Ich glaube, das machen dein Vater und ich nicht mit. Übrigens, die Mücken, die haben auch schon wieder ganz schön gut zugeschlagen hier. Der Landkreis Bautzen ist der flächenmäßig größte Landkreis Sachsens. Er grenzt im Norden an Brandenburg, im Osten an den Landkreis Görlitz, im Süden an Tschechien und den Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge. Die westlichen Nachbarn sind die Landeshauptstadt Dresden und der Landkreis Meißen. Der Kreis Bautzen ist zweisprachig geprägt, denn hier sind die Sorben beheimatet. Sie sind verfassungsgemäß geschützt, haben nicht nur ihre eigene Kultur und Sprache, sondern auch Flagge und Hymne. Weiter geht's. Stundenkilometer, weil es ein Kurort ist. Dann wollen wir das auch mal machen hier. Auf jeden Fall ist es sehr steil. Hier könnt ihr euch ein Zimmer nehmen. Haus Bergglück, Ferienhaus Eichhörnchen, Bergfried Pension, zum Talwächter Pension, Fahrradverleih. Haus des Gastes. Das ist mal echt beeindruckend. Schnell ein Foto geschossen. Die Bastei ist die berühmteste Felsformation der Sächsischen Schweiz und daher auch das beliebteste Ausflugsziel der Region. Einst trieben hier Raubritter ihr Unwesen, dann kamen die Romantiker. Heute ist die Bastei eine beliebte Sehenswürdigkeit. Durch die Felsformation zieht sich eine 76,5 Meter lange Brücke, die Basteibrücke. Und die will ich mir jetzt anschauen. Lieferverkehr, Einwohner und übernachtende Gäste zum Be- und Entladen ist rechtlich nicht gestattet. Ja Leute, wie soll das denn gehen? Gibt's doch nicht. Fanny van Dannen singt in einem seiner Songs »Ist schlecht informiert nicht auch behindert?« In diesem Fall, ja, behindert im Erreichen des Ziels, zumindest mit dem Motorrad. Von der Bastei-Aussicht aus, die aus Sicherheitsgründen zur Hälfte gesperrt werden musste, was ich ja dann vor Ort live erfahren habe, bietet sich ein einmaliges Panorama mit Blick auf zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie den Lilien oder den Königstein. Thank you.
weltbekannter Marktplatz, wunderschöne kleine Läden, Cafés und Restaurants, ein geselliges Kulturleben und nur einen Katzensprung bis Dresden. Das ist Pirna. Sein Highlight? Die nahezu originalgetreu erhaltene Altstadt mit dem berühmten Canaletto-Blick. Hier fahren wir gerade durch Heidenau, wo auch meine Reifen herkommen. Übergriffe, rechte Demos und eine Terrorgruppe machten Freital in Sachsen international bekannt. Vieles hat sich seitdem verändert. Heute ist sie eine vielseitige Stadt in reizvoller Umgebung. Der Einwohnerzahl nach ist sie die größte Stadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und nach der Landeshauptstadt ist sie die zweitgrößte Stadt im Ballungsraum Dresden. Wir sind hier bei Grillenburg reingefahren und das ist die Silberstraße. Hier kann man mit dem Boot fahren, es gibt ein Naturwaldbad. Glück auf! So grüßen sich die Freiberger noch heute. Einst verband sich damit die Hoffnung auf reiche Silberfunde und die glückliche Heimkehr aus den Tiefen des Berges. Heute kündet der Gruß vom Stolz der Bürger und ihrer Liebe zu der Silberstadt Deutschlands. Ihr Gesicht ist geprägt von Reichtum und Glanz, den mehr als 800 Jahre Silberbergbau brachten. Wusstest du es schon? Chemnitz wird Kulturhauptstadt Europas 2025. Vor dem Krieg war Chemnitz eine pulsierende Industriestadt, danach bekannt als Karl-Marx-Stadt, Zentrum der Textilindustrie und des Maschinenbaus. Heutzutage ist die Industrie mittelständisch geprägt und Chemnitz bietet neben einer völlig neu gestalteten Innenstadt viele Grünflächen und Parkanlagen. Mal ein völlig anderes Thema. Wie alleine ist man eigentlich wirklich als Alleinreisende? Der Campingplatz im Erzgebirge am Forstsee, mal wieder ein purer Glücksfall. See, Natur, Ruhe. Was will man mehr? Die junge Frau, die mich hier zu meinem Platz lotst, suche ich später nochmal auf, um nach WLAN zu fragen, denn mein Netz ist hier miserabel. Sie managt den Campingplatz und die dazugehörige Wirtschaft. Eigentlich macht das mit dem Internet ihr Mann, aber der ist vor ein paar Tagen vom Baum gefallen und liegt nun im Krankenhaus. Ich verschiebe das Posten auf morgen, um die Gute nicht noch mehr in Arbeit zu stürzen, denn davon hat sie gerade mehr als genug. Hier daher praten. Ja, super. Ne? Wunderbar, danke schön. Oh, Afrika Trend. Jawohl! Kenn ich. All der Aktivität zu stärken, gibt's den Rest vom Döner, den ich seit gestern Abend schon quer durch Deutschland fahre. Auch was? Er konnte sich wohl erhobenen Salathauptes der am weitest gereiste Döner nennen. Itzi bitzi kleine Frösche hüpfen über den Weg, als ich an diesem Abend zum Zähneputzen gehe.
Eine Nacktschnecke schleimt hinterdrein. Ich hoffe inständig, dass ich keinen von ihnen unterm Latschen kleben habe. Das Quarkkonzert verstummt, kaum dass es begonnen hat. Der Charme des Erzgebirges hingegen klingt dafür umso länger. Und morgen geht's dann hier von Schneeberg entlang an der tschechischen Grenze an Regensburg vorbei, runter nach Siegsdorf, bevor es dann weiter Richtung Bodensee geht. Nein, ich fass es nicht. Nacktschnecken an meinen Schuhen. Oh, ernsthaft. Ist ja ekelhaft. Raus. Neustadt an der Waldnaab ist die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises und liegt im bayerischen Regierungsbezirk Oberpfalz, im Herzen des Naturparks Nördlicher Oberpfälzer Wald an der Mündung der Floß in die Waldnaab. Im Laufe der Jahrhunderte gab es unzählige Namensformen, wie zum Beispiel 1232 Nova Civitas oder 1463 Neustädtlein oder 1603 Städtlein an der Waldnaab. Hier bin ich, Kreis Altötting. Hier fahren wir über die Inn. Boah, check das mal. Ich dachte gerade, warum stehen die denn mit ihrem Auto an der Straße und stellen sich hier mit einem Campingstuhl hin? Jetzt weiß ich warum. Hör mal. Boah, und dann geht's vorne hier weiter, ne? Check mal, check mal, check mal. Alter Vater, ey. Boah, ich bin so unglaublich geflasht von dieser Erde, ey. Das ist einfach der Hammer. Ist das schön, ist das schön. Ich könnte heulen, ey. Boah, ist das schön. Ja, wir haben das Ziel erreicht. Alpencamp, Anmeldung. Ja, genau, ich war das. So, es gibt wieder Escort-Service hier. Geradeaus da. Ich glaube, da sieht schön aus. Da habe ich Schatten, da habe ich Ruhe. Ich würde gerne 2 Nächte bleiben und vielleicht noch eine 3. Aha. Super, wunderbar. Ja, das ist doch sehr schön. Alternativ können wir noch da in der Sonne brutzeln, aber ich glaube, dann finde ich es hier schöner. Und jetzt gehen wir mal eben noch einkaufen und schon mal ein bisschen die Alpen angucken. Das ist also unser Ausblick direkt, wenn wir losfahren beim Camping. Und es geht rund. Packen wir direkt den Tesla. Ich finde, das ist ungefähr gleichwertig, oder? Gleiches gesellt sich zu Gleichem. Queenie gesellt sich zum Tesla. So, wir machen einen Einkauf. Was nehmen wir mit? Ein Helm und eine GoPro. Okay. Das Abendessen ist serviert. Bergkäse, Gurke, Tomate und Thunfischsalat und dazu gutes, alkoholfreies Jeverfun. Morgen wird wieder besser, bestimmt. Und was hilft in solchen Situationen? Nach vorne blicken und sonnige Pläne schmieden. Um 5 Uhr vom Donner geweckt, war ich an diesem Morgen blitzschnell wach. Es folgt the same procedure as every morning. Milchkaffee, Müsli. Als ich mich anziehe, stelle ich fest, die feindliche Sockenübernahme durch Schnecken hatte auch in dieser Nacht Spuren hinterlassen. Egal, Pferd gesattelt und... Und jetzt geht's auf zur Rossfeldstraße. Könnte allerdings wegen Überschwemmung in Salzach gesperrt sein, aber wir versuchen es. Hier sind wir jetzt in Inzell, Kreis Traunstein. Ja, die Berge sind echt ein bisschen wolkenverhangen. Aber hier lang zu fahren ist so oder so beeindruckend. Oh, ich hab Gänsehaut. Boah, wie unterschiedlich Deutschland ist, was da alles drin ist, ne? Und alles hat seine eigene Schönheit. Das kannst du jetzt hier mit dem Osten nicht vergleichen. Es ist einfach anders und so abwechslungsreich. Und das innerhalb von 2 Tagen so. Mal eben.
Vor circa 20.000 Jahren zog sich ein mächtiger 300 Meter dicker Gletscherarm durch die bergenge Zwing bis ins Inzeller Becken hinein. Nach dem Abschmelzen hinterließ das Eis seine bis heute sichtbaren Spuren an den gewaltigen grauen Steinmassen. Der Gletschergarten mit seinem Gletscherschliff, seinen Höckern, Wannen und Kerben ist nicht nur ein Naturdenkmal. Es ist auch ein Paradies für kleine Forscher. Schautafeln erklären hier, was es mit Riesentöpfen und Gletschermühlen auf sich hat. Ein Ausblick vom Feinsten jagt hier den nächsten. Das ist der Ausblick hier aus Berchtesgaden. Hallo, sagen Sie, wie weit ist denn das bis Obersalzberg? Da hast du Pech. Die Straße auf der anderen Seite ist kaputt. Die ganze Straße ist normal 15 Kilometer. Und da bist du einmal Obersalzberg. Du bist alleine da. Ja. Jetzt ist momentan aber diese Strecke hier gesperrt. Musst du zum Obersalzberg? Muss ich nicht, aber ich will dahin, wo es schön ist. Die höchstgelegene mautpflichtige Panoramastraße Deutschlands ist ganzjährig befahrbar und führt auf eine Höhe von 1600 Metern. 4 Euro machen wir ein bisschen weniger quasi. Ach so, ja, das ist ja nett. 1200 Meter über Null. Es wird immer höher, es wird immer kälter. Hier gibt es auch eine Alm, ist allerdings geschlossen. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um hierher zu fahren. Teile der Straße sind weggebrochen wegen Überschwemmungen. Alle Almen haben geschlossen. Man sieht auch nicht wirklich viel wegen dem Nebel. Diese malerische Passstraße lockt mit weitem Panoramablick über die umliegenden Täler und Berge der Berchtesgadener Alpenlandschaft und ins 1000 Meter tiefer gelegene Salzachtal mit der Mozartstadt Salzburg. Das ist toll. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Auch hier sehen Sie nichts. Ja, Straße gesperrt. Nein, da geht's nicht mehr weiter. Fuck. Ja. Wir sind jetzt auf 1560 Metern Höhe und da vorne ist die Straße einfach mal überschüttet mit Erde und deswegen geht's leider nicht weiter. Es macht trotzdem einen Riesenspaß hier zu fahren. Wir sind im Himmel! Yay! Moin! Nee, da geht's nicht weiter. Da ist alles zu voller Erde. Also da könnt ihr noch 100 Meter fahren und dann war's das. Na, gute Fahrt noch. Danke. Ciao. Wirklich weit kann man hier nicht gucken. Ich glaube, da bringt einem auch so ein Fernglas nichts. Auch auf der Rückfahrt. Und was sagt ihr dazu? Nee, sehe ich auch so. Finde ich auch in Ordnung. So, schönen Tag noch, ne? Auf der Scheitelstrecke sind große Parkplätze vorhanden. Wenn mal nicht alles vernebelt ist, gibt's dort einen herrlichen Rundblick über das gewaltige Bergmassiv des Hohen Göll, den Kehlstein, das Tennen- und Dachsteingebirge und den Untersberg. Gewandert wird hier auch gern. 2 schön gelegene Berggasthöfe und ein Kiosk laden zur Rast und Einkehr ein, wenn sie nicht gerade geschlossen sind. Ich finde, die 4 Euro haben sich trotzdem gelohnt. Uiuiui. Ach, meine Güte. Ganze Wiese abgerutscht.
Zum Königssee kommt man mit dem Motorrad leider nicht. Rettungsweg, na toll. Kommt man da jetzt also nicht weiter? Was ist denn mit da? Man darf hier zwar nicht parken, aber von herfahren steht ja nichts. Oh, die Pferde, wie schön. Guck mal, du hast auch genug Fliegen ums Maul, ne? Hey, boah, bist du schön. Ciao, ihr Lieben. Nach der Roßfeldstraße und Berchtesgaden bin ich voll von schönen Aussichten und Gefühlen. Ich glaube, mein Hirn braucht mal eine Blaupause. Staunen ist ganz schön anstrengend. Ich versuche noch an die Tatzelwurm-Wasserfälle zu kommen, doch statt dem nächsten Sightseeing-Punkt gönne ich mir kurz entschlossen ein richtig gutes Eis in Bernau und beschließe, für heute habe ich genug Atemberaubendes gesehen. Und so fahre ich zurück zum Zelt, habe schon mal Zeit für morgen zu packen und mich das erste Mal auf dieser Reise zu duschen. Auch ein Stück Käse. Sehr lecker. So sieht Campingparadies aus. Ihr seht auch hier ganz viele Dauercamper und mittendrin steht die gute Queenie und unser Zelt. Und das Schöne an diesem Campingplatz ist, ihr könnt duschen for free. Eine Nacht mit Zelt und Moped für eine Person kostet nur 12 Euro. Ihr seid innerhalb von einer Stunde auf der Roßfeldstraße. Also man kann hier sowieso wunderschön fahren. La Finca e la Queenie avec la Zelt. Es ist soweit. Morgens das erste Mal, dass ich mich eincremen muss, weil so schönes Sonnenwetter ist. Ah, scheiße. Sonnencreme im Auge. An diesem Morgen traue ich meinen Augen kaum. Denn jetzt sind Wolken und Nebel verzogen und es enthüllen sich deutlich mehr Berge im Panoramablick des Campingplatzes als die letzten Tage. Dennoch möchte ich heute weiter, denn der Bodensee wartet schon sehnsüchtig auf mich. Die ist schon wieder ein bisschen beladen. Noch nicht komplett, denn das Zelt fehlt noch und das machen wir jetzt. Der Chiemsee, auch das Bayerische Meer genannt, ist der größte See in Bayern und liegt in malerischer Voralpenlandkulisse. Seinen Reiz machen nicht nur die landschaftliche Schönheit, sondern auch die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten aus, die ihn zu einer der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Deutschlands machen. Um den See herum führt der berühmte Chiemsee-Radweg und der Chiemsee-Rundweg für Fußgänger. Die Chiemsee-Ringlinie umrundet den See während der Sommermonate und ermöglicht so viele Ausflüge und Touren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und nicht zu vergessen die Biergärten oder Beachbars, die hier in bester Lage bayerische Gemütlichkeit verstehen lassen. Na sag einmal, was stehst denn hier so deppert im Weg rum? Wie soll ich denn da mit meinem Radl dran vorbeikommen? Sau blöd immer diese Biker. Und ich habe auch keinen Bock mehr, mit meinem Radl hier in meinem Kreis rumzufahren. 20 Kilometer habe ich noch. Wir sind im Ostallgäu. Raus aus Au, geht's weiter nach Parsberg und bevor mir hier gleich noch so ein Spaziergänger in den Helm reinfliegt, mach ich mal lieber schnell das Visier runter. Hier in Ravensburg, die Stadt der Spiele. Wow,
Hier sind wir auf dem Marienplatz. Boah, das sieht ja toll aus hier, oder? Gasthaus Räuberhöhle. Ist übrigens die einzige Kneipe in Ravensburg mit eigenem Verein, nämlich dem der Freunde der Räuberhöhle 2012 e.V. Enge Straßen hier, enge Gassen, Kunstmuseum. Wow, wow, tolle Kirche. Ja, hier muss man sich mal einen Tag Zeit nehmen und sich die Stadt angucken. Noch eine richtig alte Stadtmauer hier. Und da war früher der Burggraben wahrscheinlich. Unten war bestimmt Wasser drin. Und nachdem die Weinberge ihn schon leise angekündigt haben, erreiche ich gegen 16 Uhr den lang ersehnten Bodensee. Das Gefühl, was ich dabei habe, ist immer ein bisschen wie Ankommen in der Karibik oder so ähnlich. Hallo, ich hatte gestern angerufen und gefragt, ob Sie noch was frei hätten für eine Person mit Zelt. Das hier wird also unser Zeltplatz für die nächsten zwei Nächte mit direktem Zugang zum Bodensee. Wie cool. Und Queenie steht da oben. Ich dachte erst gerade, als sie meinte, das Zelt muss woanders hin als das Motorrad. So, oh mein Gott, ich glaube, ich fahre gleich wieder weiter, weil das alles schleppen. Aber bei dem Setting hier, da kann ich nicht weiterfahren. Das muss ich jetzt genießen. Die paar Treppen, das schaffe ich auch. Prost, Leute. Alkoholfreies Weizen. Hallo, ich bin der daneben. Hi. Hast du ja schnell aufgebaut. Ja, das geht fix. Und bevor wir jetzt hier müde und schwerfällig werden, wasche ich jetzt meine Socken. Heute ist Sonne, morgen ist Sonne. Ich kann schön trocknen. Die eklige Schleimesocke. Jetzt komme ich. Heute gibt es Abendessen Deluxe mit Garnelen, Salat, Tomate. Und das Ganze hier mit dem Ausblick auf den Bodensee. Was kann es Schöneres geben? Guten Appetit und schönen Abend euch. Die Sonne schickt ihre ersten Strahlen des Tages über das Wasser des Bodensees. Mit ihr und den Kirchenglocken bin ich hier noch die Einzige, die wach ist. Alles schläft und ruht. Ich liebe diese Stimmung am Morgen. Und dann heißt es Tourenplanung für den heutigen Tag. Mal eben kurz den Ölstand prüfen. Bin bestimmt jetzt um die 2000 Kilometer gefahren. Oh ja, da muss was rein. Definitiv. Ah, sehr schön. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Riedbergpass. Losi, Gatesy. Error. Ein paar Meter nach dem Tankstopp kann ich das Motorrad plötzlich nicht mehr schalten und merke einen Widerstand beim Fahren. Das passiert, wenn man vergisst, seinen Gurt abzumachen und der hinten in die Kette reinkommt. Fuck, ey. Oh, scheiße, mein Gurt. Ich bin so bescheuert, ne? Oh, Mann, bin ich doof.
Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Mal gucken, wie es ist, wenn ich jetzt fahre. Ich ärgere mich gerade so über mich selbst. Ne? Ich habe vorhin noch gedacht, Caro, denk an die Gurte, bevor du losfährst. Ja, bevor du losfährst, hast du erstmal durch den Ölstand gemessen. Und dann war das mit den Gurten auch schon wieder vergessen. Immer direkt machen, echt immer direkt machen. Nichts auch später verschieben. Es ist so gefährlich sonst. Ich weiß mir in den Arsch. Alter, hab ich ein Glück, ey. Hier, der Gurt ist Fritte. Ja, der hing da jetzt gerade so drin, aber sieht gut aus. Weiter geht's. Die Sonnenblumenfelder lenken meinen Fokus wenigstens kurzzeitig auf etwas Schönes. Oh, wie schön. Doch richtig loslassen kann ich den Vorfall nicht. Also sie läuft soweit ganz normal. Ob das aber auch alles war, nicht, dass da noch irgendwo was hängt. Von der Länge her müsste das auch passen, ne? Ja, die Schnalle ist noch irgendwo. Ja, wo ist die Schnalle hin? Hängt die da jetzt noch irgendwo drin? Die fehlt. Kann es sein, dass die da noch irgendwo drin steckt? Eine der beliebtesten Attraktionen des Bodensees, der Affenberg in Salem. Er ist nicht nur Deutschlands größtes Affenfreigehege, sondern auch ein Spaß für Jung und Alt. Die Hauptattraktionen des über 20 Hektar großen Waldstücks sind 200 Berberaffen, die hier frei leben und sich frei bewegen können. Auf dem 600 Meter langen Rundweg durch die Anlage lassen sich die putzigen Tiere beobachten und sogar mit speziell zubereitetem Affenpopcorn füttern. So nah kommt man unseren Vorfahren nur selten. Hier brüten jedes Jahr auch knapp 500 Storchenpaare. Nicht selten wird man schon auf dem Parkplatz mit lautem Klappern begrüßt. Die Storchenstation am Affenberg Salem wurde 1978 gegründet. Zu diesem Zeitpunkt war der Storch in Baden-Württemberg mit nur 15 Brutpaaren fast ausgestorben. Auf Platz 1 der Top 10-Liste der beliebtesten Sehenswürdigkeiten des Bodensees, das Schloss Salem. Und das will ich mir jetzt mal angucken. Ey, heute funktioniert echt gar nichts. Schlimm, ganz schlimm. Erst kriege ich diesen Gurt in die Kette, dann hat die Kamera nicht aufgenommen und jetzt funktioniert mein Internet nicht. Manchmal, ne, da kommt alles auf einmal. Mein Glück heute nicht überstrapazieren, das lassen wir dann, glaube ich, mal mit dem Riedbergpass heute. Es ist nicht so mein Tag. Also auf heute einen Pass fahren, danach ist mir irgendwie so gar nicht mehr. Ein Storch. Am Schloss Salem angekommen. Man sieht nicht wirklich viel. Error. Zugang nur für Weinverkäufer, also da kann man nicht vorfahren. Nein, schade. So, und weil ich mein Glück heute nicht überstrapazieren will, fahre ich jetzt einfach zurück wieder zum Campingplatz. Ich hole mir jetzt was Kaltes zu trinken und dann war es das mit Fahren heute. Und außerdem gucke ich gerade nochmal auf dem Weg, ob da irgendwo noch diese Schnalle liegt. Dann hätte ich zumindest die Gewissheit, dass sie nicht in meinem Motorrad drin steckt. Ohne Scheiß, da liegt's. Da liegt's. Alter, ey. Aufatmen. Alles gut. Passt nichts mehr rein hier. Unglaublich. Kochen, Sonnen, abschalten. Der See tut gut und darin einige Bahnen zu schwimmen, hilft mir, mich wieder wohlzufühlen. Und eine Maus kommt auch noch zu Besuch. Und dann mache ich mich zu Fuß auf Erkundungstour, bestaune nicht nur die schöne Tenere, die hier beim Campingplatz steht, sondern auch die als Basilika Birnau bekannte Kirche St. Marie, die sich am Nordufer des Bodensees im 7000 Einwohner Erholungsort Uhldingen-Mühlhofen erhebt.
Die römisch-katholische Basilika Birnau zählt zu den wichtigsten barocken Wallfahrtskirchen der Region. Unterhalb der Wallfahrtskirche, direkt am Ufer des Bodensees, Schloss Maurach. Ebenfalls ein Gebäudekomplex im Barockstil. Die Bezeichnung Schloss ist allerdings irreführend, denn es handelt sich nicht um eine Adelsresidenz, sondern um Nutzbauten, sprich Stallungen, der ehemaligen Reichsabtei Salem. Durch den Hof des Schlosses verlief bis etwa 1950 die Bundesstraße 31. Galt dieser Tag nun als ein verlorener, jetzt wo mein Plan vom Riedbergpass zerschlagen war? Error. Der Fehler lag nicht in den Dingen, die mir an diesem Tag passierten, sondern in meinem Denken über die Dinge. Das Leben spricht sehr deutlich, wenn wir hinhören. So sagte es an diesem Tag: Genieß den Ort, an dem du bist, statt im Fernen nach mehr zu suchen. Und während das Zelt jetzt in der Sonne trocknet, mache ich noch eine Runde Morgengymnastik. Tschüss, schöner Platz. Plan A für heute lautet nämlich, von diesem Campingplatz bis zu einem weiter westlich gelegenen zu fahren. So, einen gut haben wir noch davon. Und jetzt kommt mein persönlicher Hack für unterwegs. Immer zweite, dritte, vierte Spanngurte Innenersatz dabei haben, weil ansonsten wäre ich jetzt ziemlich aufgeschmissen, weil so würde ich natürlich nicht losfahren. So, das sieht doch schon besser aus. So, wo fahren wir als erstes hin? Das ist also der St. Johann-Turm. Der rund 37 Meter hohe Turm war einst Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung der Reichsstadt Überlingen und diente unter anderem als östlicher Hauptstützpunkt der städtischen Artillerie während der Schwedenbelagerung im Jahr 1634 im Rahmen des Dreißigjährigen Kriegs. In der Nähe vom St. Johann-Turm, der Rosenobelturm. Da scheint man wohl eine gute Aussicht von zu haben von da oben. Das halbrunde Mauerwerk ist eigentlich kein Turm, sondern eine Bastion, von der aus der Stadtgraben gesichert wurde. 1634 zusammengeschossen und rund 20 Jahre später ausgebaut, eröffnet er heute neue Perspektiven auf die Dächerlandschaft der Altstadt, in den Stadtgraben bis rüber zum Gallerturm. Und den schauen wir uns gleich auch noch an. In wenigen Metern fahren wir auf die Münsterstraße, denn dort gibt es auch drei schöne Häuser laut der Karte. Zufahrt zu den privaten Stellplätzen frei. Achso, oh, das ist nur mit Fahrrad hier erlaubt. Da ist die Fußgängerzone der Münsterstraße und da kann man einiges sehen, zumindest im Ansatz. Das große, das ist die Nummer 5, das ist der Münster St. Nikolaus. Dann daneben wäre die Nummer 4 das Rathaus mit spätgotischem Ratsaal. Und daneben ist die Nummer 6 das Stadtarchiv. Ja Leute, aber das tue ich mir jetzt nicht an, da rein zu spazieren. Es tut mir leid, ich will jetzt hier nicht den Blumenkübel umnieten. Und sie dürfe dann nirgends durch die Stadt fahren. Aber ich gebe Ihnen jetzt den Park. Bei dem anderen Parkhaus Stadtmitte, ja, da ist gerade ein kleiner Motorradparkplatz. Ah, okay. Dankeschön. So, wir fahren jetzt hier rechts ab zum Gallerturm. Oh, das ist aber ein süßes Gässlein hier. Hallo. Oh ja, da vorne ist er. Wow. Hör mal, Leute, das hat sich doch gelohnt. Ja, Queenie, der Lüfter geht schon an. Ich mach dich ja aus, Mann. Oh, ist das der Hammer. Ist das der Hammer. Also, das ist der Gallerturm. Der Gallerturm im Westen und der St. Johann-Turm im Osten markieren die Grenzen der historischen Altstadt Überlingens. Auf dem Felssporn hoch über dem Gallergraben ragt der Gallerturm mehr als 30 Meter in die Höhe. Benannt ist der Wehrturm nach einem Frauenkloster, das dem heiligen Gallus geweiht war. Wenn ihr mich fragt, wo ich demnächst wohne, dann würde ich sagen hier, falls ich im Lotto gewinne. Ja, mit dem Ausblick, da wäre ich dabei. Waldburg, die trägt ihren Namen zurecht. Ja, die Liste der Kulturdenkmale in Überlingen ist lang. Boah, guckt euch das an.
Da darf ich leider nicht herfahren. Also wirklich nicht. Aber hier ist es auch schön. Boah, meine Güte, ist aber extravagant hier. Oh ja, das sieht sehr aus nach dem Aufkircher Tor. Das Aufkircher Tor wurde durch die Ummauerung Überlingens im 14. Jahrhundert als neues nördliches Stadttor erbaut. Im Rahmen der Landesgartenschau wird das Tor einmal pro Monat für Interessierte geöffnet. Zu besichtigen ist dann die glöcklerische Kunstuhr, deren geschnitzte Holzfiguren sich im Takt bewegen. Hier die Felsen und da der Bodensee. Tolle Straße hier. Die 31. Hier sind wir in Sipplingen. Lärmschutz 30. Sollte man, glaube ich, auch einhalten, weil hier auch Radarkontrollen gemacht werden. Da, Kontrolle, die auch von hinten blitzt. Boah, cooles Dach. So Mosaiksteinchen-mäßig. Bodenseekreis, AD. Battery level is low. Willkommen im Kreis Konstanz. Eine ganz lange Schlange an Wohnmobilen, die auch alle warten. Mal gucken, ich stelle mich da jetzt gleich auch mal an und dann mal sehen, ob ich hier bleibe oder weiterfahre, direkt schon Richtung Schwarzwald. Von den Hütten ist keine mehr frei. Ich könnte mich jetzt hier mit dem Zelt hinstellen. Ich habe allerdings gerade mit einem Mann, der hier schon 2 Tage stand, in der Schlange unterhalten. Und er sagte, dass es relativ laut ist hier mit der Bahn, die immer vorbeifährt und sieht halt auch relativ voll aus. Ich schaue jetzt mal, ob ich noch irgendwo in der Nähe vom Schwarzwald einen Campingplatz finde, wo es irgendwie so Hütten gibt oder irgendwie eine andere schöne Unterkunft, weil es ja jetzt, wie gesagt, ab morgen auch regnen und gewittern soll und ich habe mein Zelt gerade trocken eingepackt. Wir fahren jetzt hier vom Campingplatz Schachenhorn weiter in den Schwarzwald. Zum Haus Edelweiß, da gibt es nämlich eine Übernachtungsmöglichkeit für nur 33 Euro pro Nacht in einem Zimmer in Anbetracht des Wetters, was die nächsten 3 Tage auf uns wartet. Finde ich, das ist eine gute Alternative. Ich habe das Ganze jetzt so gemacht, ich habe bei der Touristeninformation im Hochschwarzwald angerufen und die hatten diesen Tipp. Also, los geht's! Wutachschlucht, also die Wutach, die fließt da und dann durch diese Schlucht durch, das ist so schön. Ich war früher als Kind so oft in der Wutach baden, wenn wir da durchgelaufen sind. Also man kann halt entlang der Wutach durch diese Schlucht laufen, das ist total schöner Wanderweg. Das kannst du halt auch super schön da reingehen. Ne? Ja, und dann ist hier der Parkplatz, wo du dich hinstellen kannst und von wo aus du dann loslaufen kannst. Das geht, glaube ich, dann da durch, dann kann man sich hier noch was zu trinken holen. So, jetzt sind wir hier am Schluchsee. Toll, guck mal, wie viele Boote auf dem Wasser sind. Ha, letztes Mal, als ich hier war, hat es nur geregnet, ey. Das war kein schöner Anblick. Boah, und viele Motorradfahrer. Nice. Ja, guck mal, das ist nur eine halbe Stunde von meinem Hotel jetzt entfernt. Schon.
Weil morgen total schlechtes Wetter werden soll und die Schauinslandstrecke am Wochenende geschlossen ist, wir heute Freitag haben, würde ich sagen, fahren wir jetzt noch ein Ründchen, wa? Leute, Leute, guckt euch das hier an. Ist doch mal der Hammer, wa? Ich habe jetzt keine Taschen drauf und keine Koffer. Aber diese Strecke hier mit Taschen oder Koffern, das ist schon happig. Also jetzt gerade kam ein Auto vorbei, das ging so gerade. Vor allem, wenn es da unten dann so steil abgeht. Für alle, die es noch nicht wissen, ich habe halt Höhenangst. Guckt euch mal die Strecke an. Guckt euch diese... Alter, Vater, nee. Ist das der Hammer. Ich kann die GoPro einfach permanent laufen lassen. Purer Spaß. Hui. Wow. Jetzt wird's bunt und rund. Yippie. Also wenn hier die Kurve verfehlst, dann klatsch du dich voll an den Baum dran. Schönau im Schwarzwald trägt ganz zu Recht diesen Namen, denn es ist ziemlich schön hier. Dieser Kirchturm da, das sieht prunkvoll aus. Die Besonderheit dieser römisch-katholischen Pfarrkirche ist der spätgotische Hochaltar aus dem 16. Jahrhundert. Mit dem 90 Meter hohen Glockenturm ist die Maria-Himmelfahrt-Kirche die höchste im Landkreis Lörrach und wird auch gerne als Münster des Wiesentals benannt. Oh, ich muss niesen. An dieser Stelle ist das Hochklappen des Visiers besonders wichtig. Es sei denn, man ist heiß darauf, seine eigene Rotze im Gesicht verteilt zu haben. blöde Allergie, ne? Hallo? Guten Appetit, Frau Kuh. Und hallo? Das schmeckt den Augen aber auch ganz gut hier, ne? Und ich glaube, meinen Reifen auch. Auch wenn die schon ziemlich auf sind. Und die Tottenauer Wasserfälle gibt es hier auch noch. Wisst ihr, wie das hier aussieht? Wie bei Herr der Ringe so ein bisschen. So wie im, wie nennt man das? Im Elbenland oder so? So fühle ich mich gerade. Hier mit diesen ganzen kleinen Hügelchen und so. Dann die Häuschen da drauf. Moinsen. Wow, das ist ja mal eine Aussicht hier. Mega. Glaubt man ja kaum. Und nicht nur die Aussicht weckt in mir pure Begeisterung. Auch diese kurvenreichen Straßen lassen mein Herz so ziemlich hochschlagen. Oh my God. Oh my God, my God, my God. Gut, dass ich hier nicht wohne, sonst würde ich mich an sowas Schönes noch gewöhnen, oder? Das muss ja schlimm sein für die Leute. Haben die da noch Spaß daran? Also für die ist ja alles andere nichts mehr, ne? Bei der Kurve runterschalten und bremsen und danach fließen lassen. Hi. Seilbahn. Hier kannst du deinen Arm gleich draußen lassen. Ist egal, hier kommt immer irgendwer. Da könnte man ein schönes Foto machen. Eine gute Idee. Hier drehe ich um. Schaut mal, noch eine Gondel. Die anderen kotzen wahrscheinlich gerade voll ab, weil hier so langsam nur vorwärts geht. Und ich genieße es total, weil ich hier mal ganz in Ruhe filmen kann. Woran ihr erkennt, dass ich wirklich sehr gemütlich unterwegs bin, ist, dass viele Motorradfahrer mich überholen. Genuss braucht halt seine Zeit. Bilbo Beutlinland, here we go. Hier ist echtes Fahrparadies.
Ja, und während ich hier meinen High-Protein-Mousse-Schokolade-löffle, habe ich Blick auf die grasenden Kühe da draußen. Das ist total nett hier. Das wird von einer älteren Frau hier ganz alleine gemacht. Seit 1975 hat sie mir gerade eben erzählt. Alleine. Es gibt direkt nebenan auch einen Gasthof, wo man was essen kann, wo es dann auch regionale Sachen gibt. Danke für den schönen Tag, Vini, und bis morgen. Als ich am nächsten Morgen zum Frühstück gehe, fühlt es sich an wie früher bei Oma. Das Frühstück hier ist reichhaltig. Stachelbeer mit Nektarine, selbstgemacht. Da muss ich mir noch mal was nachnehmen hier. Und im Gegensatz zu den letzten Morgenden frühstücke ich heute in Gesellschaft, nämlich von ihm hier. Und der Herbergsmutter. Also bestimmt auch ein teures, das ist so, glaube ich, handbemalt, oder? So teuer war das nicht. Das hat es damals noch in grün und in braun gegeben. Da haben sie sich aber das Schönste ausgesucht, finde ich. Was? Mir nicht persönlich zugesagt hat, das war für die Kaffeekanne. Wieso? Die haben so einen langen Schnabel. So schön diese Blümchen vorne in den Blumenkästen, das ist so ja, schön. Diese. Die sind nicht so schön. Nicht so schön, meinst du? Nee, die wollen nicht so richtig. Ich glaube, die haben auch Corona. Ich wollte gerade sagen, die haben bestimmt auch Corona. So nebelig. Eigentlich will ich warten, bis der Nebel sich verzieht. Aber das dauert mir zu lang. Und da das Internet miserabel ist, wie irgendwie permanent auf meiner Reise, schnapp ich mir Queenie und wir gehen auf eine kleine Fototour. Das XXL-Frühstück in traditionsreicher Umgebung samt Maria, der guten Seele dieses Hauses, hat mich gut gestärkt für diese Tour über eine Strecke, die Herbergsmutti seit 11 Jahren nicht mehr gefahren ist. Ich fahre sie heute zum zweiten Mal und sie fasziniert mich genauso wie beim ersten Mal. Der Gletscher Kessel Präg. Er ist ein steilwandiger Talkessel im Verlauf des Prägbachtales im Hochschwarzwald. Er ist das zweitgrößte Naturschutzgebiet in Baden-Württemberg und stellt mit seinem malerischen Landschaftsbild einen Anziehungspunkt für Erholungssuchende und Touristen dar. Auf einer Fläche von 2867 Hektar erstreckt sich das Gebiet, das 1994 von der Stadt Freiburg als Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde, über die drei Gemarkungen Schönau, Tottnau und Thunau. Was ist denn da los? Hupende Autofahrer gilt es bei Filmaufnahmen generell zu ignorieren. Also, immer schön lächeln, als ob nichts gewesen wäre. Sprich, weiter geht der wilde Ritt durch den Schwarzwald. Nachdem ich gestern ja schon die Erkenntnis gewonnen habe, hier ist echtes Fahrparadies, bringen mich die kurvenreichen Strecken des Schwarzwalds auch heute wieder dazu, einen wahren Höhenflug zu erleben. Nach Fotosession Nummer 12.000 läuft mir der Schweiß nur so runter und ich stelle fest, läuft bei mir. Nee, das war's nicht, sondern das. Also von irgendwo wirst du immer nass. Wenn nicht von außen, dann, wenn du die Regenkombi anhast, von innen. Für heute habe ich genug geschwitzt. Zeit, die Gegend mal ohne das Motorrad zu erkunden und die Wanderschuhe rauszuholen. Denn in direkter Nähe rund um das Gästehaus ist es auch zu Fuß ganz schön. Die Blumen blühen in ihrer vollen Pracht. In der Kapelle dagegen herrscht eher gähnende Leere, aber auch das ist irgendwie angenehm.
Schwarzwäldlerische Schnitzkunst gibt's auch zu bewundern und der Schmetterling zieht hier auch leichtflüglich seine Bahn. Doch nicht nur er. Was man hier ganz bestimmt auch super gut kann, ist wandern. Wie ihr hier seht, sind auch überall Naturpark Südschwarzwald so Wanderwege ausgeschildert und das hat hier ordentlich Steigung. Ob zu Fuß, mit dem Rad, mit Bus oder Bahn. An Möglichkeiten, den Schwarzwald zu erkunden, mangelt es nicht. Also ich wandere hier am liebsten von einer Bank zur nächsten und das Gute ist, da gibt es einige davon. Da hinten ist nämlich schon die nächste, da wandere ich jetzt mal hin. So, die nächste Bank ist erreicht. Wisst ihr, nach den letzten Tagen, an denen ich immer sehr viel unterwegs war mit dem Motorrad, tut es richtig gut, mal für längere Zeit einfach an einem Ort zu bleiben und gar nicht viel zu machen, außer die Landschaft in sich aufzunehmen und einen Ort für längere Zeit zu betrachten. Das ist eben auch das Schöne am Reisen, dass jeder das auf seine ganz eigene Art und Weise tut. In seinem Tempo, seinem Rhythmus und mit dem, was er für sich als besonders sehenswert erachtet. Oh, schon wieder eine Bank. Fliegende Zaungäste leisten mir an diesem Tag beste Gesellschaft. Besonders den federigen Genossen könnte ich ewig zugucken, bei ihrer Jagd auf die Mäuse. Zurück aus den träumerischen Gedanken holt mich eiskaltes Bergwasser, was hier durch die Mühle fließt und in Form eines Tretbeckens für frische Gesundheit sorgt. Also nichts wie rein da. Diesmal erspare ich mir allerdings lieber den Bikini und bevorzuge eine lange Hose und ein langes Shirt. Die eine Runde, Leute, das muss jetzt auch reichen. Meine Füße frieren ein. Nein, das ist nicht Slow Motion. Ich bin tatsächlich so langsam gelaufen. Aber wir beschleunigen das Ganze mal eben. Während die Füße in der Sonne und im Wind trocknen, kommt jetzt ein kleiner Call to Action für euch. Denn wer bisher noch nicht auf die Toilette musste, der muss vielleicht jetzt. Ich weiß, das war gemein. Von hier aus machen wir uns jetzt auf den Weg. Manche Campingplätze vermieten so Fässer, so Holzfässer und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Es ist zwar das teuerste, was ich auf dieser ganzen Reise mir leisten werde für eine Nacht, aber das ist es mir wert. Ich will es unbedingt mal ausprobieren und deswegen fahren wir da jetzt hin. Auf zu unserer letzten Etappe. Süß ist das bitte. Was meint ihr, wie ich heute Nacht hier drin schlafen werde? Ja, das wird sicherlich eine nette Gelegenheit. Habt ihr es gehört? Oh, damn. Boah, hab ich ein Schwein. Das hat uns schon verfolgt, seit wir bei Toratec losgefahren sind, wo ich nämlich noch kurz war, um mir ein paar Gurte zu holen, die mir zwischendurch abhanden gegangen waren. Und seitdem ich da losgefahren bin, sind diese Wolken schon hinter mir hergefahren. Aber jetzt ist es so richtig im Argen. Jetzt mal langsam mit den jungen Pferden. Ich fuhr also vom Haus Edelweiß in Herrenstadt los, gab mein Ziel ein und genoss noch ein letztes Mal den Ausblick auf das Naturschutzgebiet Gletscherkessel-Präg. Sowie weitere beeindruckende Landschaftsbilder und fahrspaßversprechende Straßen im Schwarzwald.
waren wir schon mal baden, kommen gerade aus Feldberg, über Eule sind wir vorher gefahren, am Schluchsee vorbei. Hier sind wir in Willingen, Schwenningen und guck mal, das ist auch ein sehr, sehr schöner Turm mit Eingangstor hier zur Stadt. Immer wieder ein Schweineglück mit dem Wetter. Heute scheint die Sonne, als würde sie sagen, komm Caro, ich leuchte dir ein bisschen für die Fahrt. Hier ist irgendwo ein Altenheim in der Nähe. Aber da wollen wir noch nicht hin, ne? Sondern erstmal zum Motorradfachgeschäft meines Vertrauens. Und dann schien der Himmel zu sagen, so Caro, und damit dir nicht langweilig wird, schicke ich dir noch ein bisschen Regen, Hagel und Gewitter. Ja, so schnell lasse ich mir natürlich meine gute Laune nicht verderben und deswegen dachte ich mir, Konfetti, jetzt erst recht. Ciao. Wow, es lohnt sich so auch bei Scheißwetter mal abzufahren hier. Super geil. Meine Begeisterung für das Scheißwetter verfliegt jedoch mit jeder Wolke, die sich da mehr am Himmel zusammenbraut. Jetzt mal zusehen, dass wir hier schnell rauskommen. Mit Gewitter ist irgendwie doof. Schön? Nicht so schön. Wo müssen wir lang? Da. Sehr schön. Es sieht aus hier, ey, als hätte jemand Sahne geschlagen. Es ist auf jeden Fall ordentlich windig und etwas schwül. Also richtige Gewitterluft hier. Sieht ein bisschen unheimlich aus. Vor allem an beiden Seiten. Da ist es so und da sieht es auch nicht viel besser aus. Auf beiden Seiten werden wir hier umzingelt. Aber wir sind schneller, ne Queenie? Wenn nicht gerade ein LKW vor uns ist. Oh fuck, habt ihr das gesehen? Blitz. Aber da ist schon unser Campingplatz ausgeschildert. Oh, Alter, nee. Das war knapp. Hm. Passend zu unserem Reiseglück, was wir bisher hatten mit dem Wetter, regnet es jetzt, gerade wo wir angekommen sind und fängt an zu gewittern. Stell euch vor, jetzt müsste ich noch aufbauen. Einen Tisch haben wir auch. Nicht schlecht, oder? Alles, was man braucht. Und es ist richtig viel Platz hier drin. Wahnsinn. Und es riecht so geil nach Holz hier. Wir haben sogar ein Fensterchen. Oh, wie schön. Es hat sogar hier Moskitonetz. Und Besuch haben wir auch schon. Hier, von unserem kleinen Piepmatz. Hi. Na, Junge? Wie ist der Flug heute so? Besonders gesprächig war er jetzt nicht. Hier riecht so gut nach Pferd. So schön weich hier vorne, ne? Hm. Morgen, ihr Lieben. Der Kaffee kocht schon. Ein guter Start in den Tag, denn die Sonne scheint. Wir haben mal wieder ein Schweineglück, weil heute 500 Kilometer vor uns liegen. Ganz wichtig, dass das Wetter gut ist. Stück Apfel. Guten Appetit und auf den letzten Fahrtag. Tschüss, schönes Häuschen. Ich würde sagen, kann losgehen. Dafür lohnt sich's früh loszufahren, Freunde. Hier sind wir in Sabelstein. Stein. Und auch hier liegt alles im Nebel.
Hier gibt es auch eine Burgruine. Ab in den Nebel! Juhu! Die Flugzeuge haben mit Aerosol ein Kreuz in die Luft geflogen. Als würde sie sagen, stopp, heute ist vorbei. Heute ist es vorbei. Also auf den letzten Metern nochmal so richtig Vollgenuss geben. Plötzlich wird der Genuss jäh unterbrochen. Eine Explosion im Schemmpark verursacht einen Stau auf der Autobahn, sodass ich auf Landstraßen ausweiche. Jetzt fahren wir hier ernsthaft meine alte Hausstrecke. Ich habe ja mal in Overath gewohnt und diese Strecke, da weiß ich am Anfang, als ich noch nicht so gut fahren konnte, weil ich gerade erst meinen Führerschein hatte. Boah, ich hatte so einen Schiss vor der letzten Kurve. Aber hier mit dem Auto herzufahren, im Gegenverkehr kommt es auch schon so ein bisschen Schwarzwald-like. Wie nett die warten. Dankeschön. So, hier ist sie, die Kurve. Boah, die war immer heftig. Und dann hoch und du wusstest nicht, schaffst du es oder schaffst du es nicht. Oh, ich habe immer Angst gehabt, dass ich da liege. Guck mal hier, 52 Minuten langsamer, wenn ich jetzt da über die Leverkusener Autobahn fahre. Deswegen fahre ich halt so gern mit Google Maps. Wenn ich jetzt nur meinen Garmin anhätte, der würde das nicht checken und würde mich da reinhauen, weißt du? Dann stehe ich da eine Stunde im Stau und ärgere mich, weil ich nicht mit Google Maps gefahren bin und das sich hätte vermeiden lassen. Und so hieß die Devise auch an dieser Stelle wieder Glück gehabt, wie so oft beim Reisen. So fahre ich nun die letzten Kilometer gen Münsterland. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die auf dieser Reise mit dabei waren und freue mich, euch auf der nächsten Reise, auf der ich mich bereits schon befinde, wiederzusehen. Der letzte Tankstopp auf dieser Tour, auf dieser Reise. Es war total geil, eine Mega-Zeit. Es hat sich sowas von gelohnt, loszufahren und diese Zeit hier in Deutschland war sehr, sehr kostbar und ich habe so viel Schönes gesehen, bin so vielen tollen Menschen begegnet. Das war einfach ganz, ganz schön und ich habe mich nicht einen einzigen Moment einsam gefühlt, obwohl ich alleine unterwegs war. In diesem Sinne, bis zur nächsten Tour. Ich freue mich drauf.